Scheiß Fantas! Stuttgart, ihr bleibt meine erste Liebe! Yeah, was geht ab? Willkommen in der Mutterstadt. Der Motorstadt. Wir haben hier in Stuttgart natürlich den Standortvorteil, dass wir als amerikanische Besatzungszone hier eben schon sehr früh an lebendige Hip-Hop-Kultur geraten sind. Ich glaube, 5 Kasernen außenrum war natürlich die Durchmischung mit den Amerikanern im Nachtleben viel größer. Und da wurde halt live gerappt und live gesungen. Das fanden wir faszinierend. Gleichzeitig konnte man in den Importläden hier, also gab es immer auch Plattenläden, die amerikanische Platten verkauft haben, die es in Restdeutschland nicht gab. Natürlich die ersten MCs, die hier so auftauchten, waren oft also GIs, also DJ Friction, hat Platten aufgenommen, dann schon Anfang der 90er Jahre mit GIs. Meine erste Konfrontation mit deutschem Rap war im Oz. Das war ein legendärer Techno-Laden in Stuttgart. Da war ein Hip-Hop-Konzert von einem Amerikaner. Und dann gab es eine Open-Mic-Session. Irgendwann kam so ein Milchgesicht, Weißbrot. Das war Thomas D. Thomas ist halt auf die Bühne und hat angefangen, auf Deutsch zu rappen. Und so der ganze Saal, der ganze Club hat zuerst mal geguckt, was ist denn jetzt los? Ich hatte einen 3-4 Jahre älteren Kollegen aus der Rollschuhfahrerszene. Gab es ja damals am kleinen Schlossplatz noch Rollschuhfahrer, glaubt mir ja gar nicht. Und der hat uns immer an seine Plattenspieler gelassen. Da waren wir ein bisschen jünger als der und musste dann Hände waschen, dass man die Platten auch anfassen darf. Und das war natürlich, wow, wir können da Musik am Stück kreieren. Thomas und ich waren dann 3,5 Monate in den USA und haben dort noch viel stärker begriffen, dass sich das überhaupt nicht übertragen lässt. Und irgendwie sind wir halt nicht die amerikanischen GIs. Wir sind auch nicht diejenigen, die irgendwie aus New York kommen und etwas über abgerissene, brennende Mietshäuser zu erzählen hätten oder über Rassenprobleme. Lustig, dass die Amerikaner uns quasi gezeigt haben, dass in dem Moment, wo wir Deutsch gerappt haben, die nichts verstanden haben, aber sofort gespürt haben, das ist authentisch. Jetzt sind die Jungs sie selbst und uns damit klargemacht haben, dass es einzig eine Berechtigung hat, wenn es in der eigenen Sprache ist. Und als es dann mit dem deutschen Rap losging, hat sich für mich das erste deutsche Ding natürlich mit den Fantas kundgetan. Mit Dida legten die Fantastischen Vier 1992 den Grundstein ihrer Karriere und machten deutschen Hip-Hop populär und damit den Weg frei für andere. Wir haben so dieses Bashing natürlich bekommen, weil es diese sozusagen Popkapelle eben gab für die Leute oder diesen Sellout-Moment. Ich glaube, dass sich die Kolchose schon auch deshalb so formiert hat, weil es eben für uns darum ging, in Stuttgart, unser Stuttgart zu zeigen und zu repräsentieren auch auf den Jams. Das hier ist irgendwie Hip-Hop aus Stuttgart und das andere ist irgendwie Sprechgesang. Ich hatte schon das Gefühl, dass die deutsche Hip-Hop-Szene, als sie dann entstanden ist, uns erstmal gedisst hat, weil in dem Kastendenken, es muss über die Missstände aus dem Ghetto berichten, obwohl wir hier ja ganz anders leben. Und hatte dann auch das Gefühl, dass wir gar nicht Teil dieser Szene sein wollen oder ich persönlich wollte dann gar nicht zu denen gehören. Ein Gefühl, die wollen uns nicht haben, aber ich brauche die auch nicht.